Folge 3: Der Dynamik von Sonnenflecken auf der Spur. Sonnenflecke, die auf der Oberfläche der Sonne zu sehen sind, bestehen aus zwei Teilen. Aus der dunklen Umbra in der Mitte und einem helleren Kranz um sie herum, genannt Penumbra. Vor mehr als einem Jahrhundert entdeckte der britische Astronom John Evershed Gasbewegungen in der Penumbra von Sonnenflecken. John Evershed und seine Frau Mary Evershed, die ebenfalls Astronomin war, verbrachten den Großteil ihrer wissenschaftlichen Laufbahn am Kodaikanal-Observatorium in Indien. John arbeitete als Industriechemiker, aber seit seiner Kindheit beobachtete er gerne die Sonne. In der Tat veränderte eine Sonnenfinsternis sein Leben und Marys. Einige Sonnenfinsternisse später, im Jahr 1906, heirateten John und Mary. Im selben Jahr wurde er als Astronom ans Kodaikanal-Observatorium berufen. Die Evershed beobachteten aktiv die Sonne, insbesondere Sonnenflecke und Protuberanzen. Doch die große Leistung in John Eversheds Karriere war die Entdeckung des Evershed-Effekts. Um diesen Effekt zu verstehen, müssen wir uns einige grundlegende Konzepte aus unserem Physikunterricht in Erinnerung rufen. Ohne Gleichungen. Stelle dir die Geräusche eines vorbeifahrenden Krankenwagens vor. Wenn eine Quelle, die sich auf uns zubewegt, eine Schallwelle aussendet, wird diese gestaucht. Eine Welle von einer sich von uns wegbewegenden Quelle wird gedehnt. Diese Frequenzänderung ist als Doppler-Effekt bekannt. Er führt dazu, dass wir verschiedene Tonhöhen im Geräusch des Martinshorns hören. Lichtwellen unterliegen ebenfalls dem Doppler-Effekt. Gas, das sich auf uns zubewegt, erzeugt Spektrallinien, die ins Blaue verschoben sind. Gas, das sich wegbewegt, erzeugt rot verschobene Linien. Evershed bestimmte sorgfältig die Position der Spektrallinien im Licht von Sonnenflecken. Er sah, dass sie auf der uns zugewandten Seite der Penumbra blau verschoben sind und auf der gegenüberliegenden Seite rot verschoben. Evershed nutzte den Doppler-Effekt, um zu erklären, was er beobachtet hatte, und entdeckte so die Existenz von Gasbewegungen in der Penumbra. Heute nennen wir diese Bewegungen Evershed-Ströme. Die horizontalen Bewegungen folgen den Filamenten, welche die Penumbra ausmachen. Mit 10 Kilometern und mehr pro Sekunde erreichen sie manchmal Überschallgeschwindigkeit. Aber es gibt noch immer offene Fragen. Warum treten diese Ströme auf? Wie hängen sie mit dem Magnetfeld in der Penumbra zusammen? Wohin strömt das Gas? Um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir Instrumente, die Magnetfelder und Ströme auf der Sonne mit bisher unerreichter Genauigkeit messen können. Das Europäische Sonnenteleskop ist mit mehreren Spektrographen ausgerüstet, die zusammenarbeiten, um diese Art von Messungen zu ermöglichen. Nach mehr als 100 Jahren voller Beobachtungen und theoretischer Erklärungsversuche werden wir die Evershed-Ströme verstehen können.